Moin Leute von heute, was geht ab? Hier ist es am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Gameplay. Heute bespreche ich auf jeden Fall nochmal die Diamant-Division, die ja ab 24. konnte man sich registrieren. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal wollte ich euch fragen, ich stehe jetzt hier kurz vor der Prestige 10, oder besser gesagt, ich könnte jetzt die Prestige 10 auswählen. 500 Truppunkte kostet das Ganze. Hier könnte ich jetzt freischalten, das mache ich aber noch nicht, denn ich brauche noch einen Namen für den letzten Prestige-Typen da. Da könnt ihr euch ja mal einen Namen ausdenken und den werde ich dann danach wählen, also was ihr am meisten geklickt habt. Wenn ihr zum Beispiel jemand einer in die Kommentare einen Namen reinschreibt, den ich ganz cool finde oder den die anderen ganz cool finden, wo mehrere Klicks drauf sind, also mehrere Likes, zum Beispiel 10 Likes oder so, dann werde ich auf jeden Fall den Namen hier als 10 Prestige-Typen nehmen. Falls nicht, werde ich glaube ich in der 9. bleiben, denn die 9. Prestige, das Emblem sieht nämlich richtig geil aus und das 10. weiß ich nicht. Das ist nicht so mein Fall, aber liegt an euch, wenn ihr halt einen geilen Namen habt und viele Likes da auftauchen, dann werde ich das halt machen. So, kommen wir jetzt auch mal gleich zum Spiel. Ich werde hier, was könnten wir denn zocken hier? Da sind auch keine mehr, wir haben es nachts um 2:30 oder wie Spiel haben wir denn? Ne, 4 haben wir da schon. So eine Runde Herrschaft, glaube ich mal, zocken. Ja, die Diamant-Division, da könnt ihr euch seit dem 24. Januar könnt ihr euch da registrieren. Das Ganze läuft ab Februar, also Februar kommt die Diamant-Division, also ein Clan War. Da treten auch die Best gegen die Besten an. Da gibt es natürlich einen Haken, gibt es da. Also ihr könnt die ganzen Sachen da nachlesen auf der Call of Duty Website. Aber auf jeden Fall müsst ihr 2 Clan-Kriege in der Platin-Division oder höher, oder ja, 2 Platin-Divisions-Clan-Kriege müsstet ihr da gewonnen haben, stimmt. Und ja, den Rest könnt ihr einfach dann auf der Call of Duty Website nachlesen. Dann gibt es noch eine Sache, die ich mit euch besprechen wollte. Wir sind hier auch gerade am Verlieren, der kommt hier hinten lang. Ah, shit, wieder von der Seite, man, warum deckt der nicht? Wie sieht das mit den DLCs aus? Kann man die einzeln kaufen oder kann man die nur spielen mit dem Season Pass? Bis jetzt kann man sie noch nicht einzeln kaufen, aber ich denke, ab den 28., also so war das auf jeden Fall immer in Call of Duty, ab dem Tag, wo man die anzocken kann, kann man sie auch einzeln kaufen. Also sagen wir mal, 15 Euro kostet das erste Map Pack, wo die 4 Karten bei sind. Dann bekommt ihr sie auf jeden Fall ab 28. Januar kommen die raus. Ab 28. Januar könnt ihr sie dann auch für 15 Euro einzeln kaufen. Das haben mich mehrere gefragt oder angeschrieben bei Steam. Das wollte ich euch auch nochmal wissen lassen. So, das down. Gut, das hätten wir auch besprochen. Die Waffe, die es dazu geben wird, kann ich hier oben auch nochmal zeigen. Der ist auch down. Nice. Setcom habe ich schon mal. So, gehen wir nochmal auf Killstreaks hier. Juggernaut könnten wir noch erreichen. Da kommen die doch. Da kommen die doch. Oh, die hocken alle, Bobby. Alle. Und der Hund holt mich weg. Wie ich den Hund hasse, der ist auch immer so overpowered. In Suchen und Zerstören, wenn ihr selber stirbt, stirbt der Hund auch. Aber in Herrschaft nimmt er auf jeden Fall noch 3-4 mit. Da ist mal wieder overpowered. Ah, hier ist der Wolf. Das erste Mal sehe ich den Wolf. Cool. Aber für 2 Euro werde ich mir den trotzdem nicht holen. Ha! Womit die alles Geld machen wird. 6:6. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, 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 meine Live-Gameplays. Wo seid ihr, Camper? Abschluss des Führenden. So, barbesen die alle. So, gehen wir mal hinten rum. Und holen B. So. Oh, was ist das denn? Spam hier. Spam. Noobtube. Spam. Oh, von hinten wieder. Shit. Aber die Remington geht eigentlich ganz gut ab. Auf weite Distanz. Und auch auf nahe Distanz. Komm schon, Otto, sterb! Otto Walkis. So, da sehe ich sie, Orakel. Ah, der wieder.
Der wieder, der Humpen. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Warum nimmt er nicht ein? Warum nimmt er nicht ein? Ah, scheiße. So, jetzt aber. Komm schon. Gut. Also ab 28. werde ich dann auch jede Map einzeln aufnehmen. Mal für euch. Könnt ihr mal reinschauen, wie die Maps so sind. Ah, hier der Koffer. Ah, scheiße. Das Spiel ist schon verloren, glaube ich. Naja, man muss auch verlieren können. Ja, der hockt doch da in der Ecke. Siehst du doch. Meine Güte. Hier, der zweite. Der dritte. Vierte, fünfte. Ah, den sechsten nicht mehr. Schade. Naja, wenn zu spät reinkommt, hätte man noch was machen können. Und wo kommt er? Ist der down bar? Ja, gut. Oh shit, bad aim. Komm schon im B ein hier. Wow, welche Waffe hat der? Ja, die Fiese, kann man nichts machen. Okay. Auf jeden Fall hoffe ich, das Gameplay hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch mit neuen Infos. Dann haue ich mal was richtig Gutes raus, was so an Infos da ist. Ihr könnt euch auf jeden Fall nochmal eine Klasse wünschen. Es wurde letztes Mal, glaube ich, die R28 oder so gewünscht. Naja, das schaue ich auch nochmal, dass ich da eine Klasse zusammenbekomme. Wir sehen uns.